Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Und Leute, ganz ehrlich, ich habe mir gerade wieder ein bisschen Romantik und Klassik angehört. Also Barock, um genauer zu sein. Bisschen ja, Cembalo-Konzert von Bach und Ständchen von Schubert, um ein bisschen genauer zu sein. Leute, das ist einfach brutal gute Musik und das gibt's ja so nicht mehr. In der Art und Weise, ja. Das Letzte, was ich jetzt so großartig wirklich wüsste, ist Palladio von Carl Jenkins. Und das ist aber auch schon wieder aus den 90ern. Das war damals der heiße Scheiß bei uns. Kennt ihr bestimmt. Also, keine Ahnung, wenn ihr mal Bock habt oder so, dass wir uns mal sowas anschauen, anhören. Oder von mir aus mal was auseinandernehmen oder so. Können wir mal machen. Also, bin da wirklich, wirklich offen, ja. Am leichtesten ist natürlich ein Stück vielleicht mit einer Sonatenhauptsatzform oder so, wie Mozart eine Sonate oder von Beethoven oder eine Sinfonie von mir aus, ja. Können wir machen. Wenn auch Rondo bin ich jetzt nicht so Fan davon, aber so in der Richtung, da geht schon einiges. Leute. Also, jetzt sind wir aber hier bei Baldur's Gate 3. Ich würde nur sagen, man muss immer ein bisschen auch offen sein, auch für die anderen Sachen, die es da so gibt. Und man verpasst halt so viel. So viel richtig brutal gute Sachen, ja. Das ist halt ein bisschen anders als so Popmusik, ja. Oder so Rap und Hip-Hop, was halt über die Texte lebt. Zum Großteil, ja. Da hast du halt richtig... deswegen, so ein Lied, das geht ja auch immer. Ich sag mal, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Das muss in kein Radioformat reinpassen. Naja, die rote Kuh. Rote Kuh, Brüll. Also, wenn wir mit der Kuh reden, hat irgendeiner von uns das Tiergespräch hier lauschen? Ich glaube, also Gale haben wir es ja nicht gegeben. Hey, good looking. Karlach auch nicht. Und mal kurz, ob jemand eine Kette hat oder so, mit Tieren reden, ob wir eine Karte haben. Ich habe irgendwie Bock, mit dem zu reden, mit dem Dingschriftrolle fliegen. Moment, guck mal nach... Typ sortieren wir das mal hier. Also Flimmern, Gedanken, Rüstung, Schneesturm, Schmieren, Schlaf, Festhalten, Nebelwolke, Säure, Pfeil, welche? Gelächter, Windstoß, Zerbersten. Ah! Talisman des Absoluten. Was geht hin? Nicht wirklich was. Verschwimmen. Auch nicht schlecht. Fliegen, die können wir eigentlich nicht gerade fliegen, aber verschwimmen können wir mal hier hin tun. Und du, meine Liebe, was hast du? Auch den Säurepfeil. Öl des Brandstifters. Öl der Schärfe. Nun ja, okay. Naja, einer von uns konnte auf jeden Fall reden. Ja. Aber das macht jetzt, wenn wir halt nicht mit ihm reden. Passt schon. Mal weiter. Wer bist du? Dareth Beinhemd. Objective noted. Monstrosity stares. Eieiei. The voice that echoes within you belongs not to it. But the sovereign. Leave this one. Come to me. We must speak. Ja, wir kommen auch. These creatures sting. Oh, wohin sind wir richtig? Ist die Richtung hier richtig? Müsste ja eigentlich richtig sein. Wir können auch den Wimmelpilz mitnehmen. Und den Abgrundkriecher. Wo war er? Da war der Abgrundkriecher irgendwo hier. Found and taken. Da da di da. Oh, ein tiefes Loch. Into the hall, you see only darkness. It's impossible to tell how deep it goes by sight alone. Aber schon deep. Lauschen und ins Loch starren. Faint sounds echo against unseen stone. Nothing discernible by eye or ear. Okay, hallo. Your call echoes as it plunges downward.
before gradually fading away. Okay. Oh. Ah, typisch. Typisch, ja Mann. Typisch. Du närrischer Tuck. Aber gut. Gehen mal weiter. Ich hoffe doch mal, dass... Wow, 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 wow. Still fresh. Something with massive claws made this. Aber schön eigentlich, oder? Ist hier so illuminiert. Biberbang. Was ist ein Biberbang? Das ist der Biberbang. Da gehen wir mal weg. Another visit from the Golden Paladin. It said we'll get the answers we need about the tadpole if we infiltrate the cult. Okay. Dann tun wir das. Ich weiß nicht, wenn diese Larven uns noch von Nutzen sein können, ehe wir sie entfernen, könnte es das wert sein. Das riecht nach einer Falle. Wir sollen uns auf den Traumbesucher nicht einlassen. Ich weiß nicht, ja? Nee, wir... Wenn die Larven uns noch von Nutzen sein können, dann sollte es das wert sein. Aber ich bin nicht sicher. Und ich würde lieber auf unsere Wits und unsere Waffen and our weapons than a tadpole that could be up to anything in there. Gute Frau, ja. Dazu. Wie kommt es, dass ihr eine solche Vorrichtung in der Brust tragt? Das interessiert mich jetzt gerade. The year, Tenere. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Oh. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Mm-hmm. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Okay. Ihr habt einen Boss erwähnt, der euch Sarel überlassen hat. Wer war das? Guy named Gortash. Politician. Gortash. Inventor. One of these Wheeler Dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, oh, to feel so invincible again. Ja. Was macht diese infernalische Maschine mit euch? Komm, es interessiert mich, jetzt will ich jetzt wissen. Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Eigentlich ganz cool. Ja. Und wie war es? Agonizing. God's what I wouldn't give for a hug. A pat. Anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic perhaps, but true. It's my lot to bear, and I bear it badly. Oh well. Can't have it all, can you? Not today, at least. Ach, guck mal an, da. Was für ein Gespräch. Sehr interessant. Ne, wir speichern und wir gehen jetzt schnell hier durch. Komm. Schnell durch. Ja, schnell, schnell, Leute. Schnell, 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 schnell. Warum sind wir nur zu dritt? Ah. Our turn. Okay. Jetzt warte. Wir machen das hier. Wir machen es mal schlau. Okay, wir machen es mal schlau. Wir warten hier oben. Sie nimmt den Bogen und schießt mal. Warum sind wir eigentlich im Nachteil überhaupt? Kritischer. Warum machen wir denn gleich einen kritischen Fehlschlag? Können wir nicht einfach einen normalen Fehlschlag machen? Ist das zu viel verlangt? Und er stellt sich mal hier hin und bleibt da stehen. Gott. Und sie... Das ist ein Witz gerade, oder? Das ist ein Witz jetzt.
Na dann komm, mein Freund, spurten, ja. Und spurte mal hier hoch. Also. Dein Zug. So. Können wir machen. Wir können einen Feuerpfeil versuchen. Oder wir können diese Eismesser machen. Wir gucken mal. Stufe 2 Zauber, was wir da machen. Müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Stufe 2 Zaubern. Ja, weil da haben wir nicht so viele. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt unbedingt brauchen. Ja. Vielleicht reicht uns auch einfach eine Stufe 1 Zauber. Und vielleicht reicht uns auch einfach der gute Hexenpfeil. Und wir probieren es. Na, immerhin haben wir getroffen. Let's finish this. Heading there. Nicht 10% Chance, ist ja auch nicht gerade so großartig, oder? Wir probieren es. Ja, Fehlschlag. Gut, damit war zu rechnen. Okay, jetzt hör zu. Karlach, meine Liebe. Niederstrecken von Avernus. Und drauf geht's. Sauber. Oh, wir haben ihn aber ganz ordentlich erwischt. Da kann man nichts sagen. Und sie gibt ihm jetzt auch mal mächtig eins auf die Rübe. Balken? Nein, wir machen mal zerfleischen. Ja, komm, Glück der fernen Reiche, machen wir. Sauber. Ah, ist sogar fast gestorben. Nice. Oh, gut. Ja, Leute, voll gut. Was war denn das? Sorry, was war denn das? My turn. Naja, gut. Also drauf. Sauber. Ja. Das haben wir jetzt richtig hier harmlos geregelt. Das war gut. Enough waiting. I crave blood. Ja. Und mal die Karlach tragen. Okay, und 40 Erfahrung für uns alle. Sehr gut. Und keinerlei Schaden genommen. Gerippe. Oh. Aha, was haben wir hier? Einen alten Siegelkreis. Ja, guck mal. Sauber. Sauber. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob wir hier richtig sind. Wir wollen doch zu diesem König, oder? Sollen wir es mit ihm nochmal probieren? Ja, komm, wir nehmen den auch mit. Ah, das sind aber zwei diesmal. Passt. Beenden wir mal den Zug. Ah, getroffen. War jetzt nur ziemlich kurz, aber getroffen. Gut. Hier gehen wir hier vor und dann stehen bleiben. So, und er stellt sich mal hier hin. Dann passt es schon. Ah, der ist da oben. Der ist da oben. Ah, wie Verstärkung rufen. Ah, sehr gut. Er macht. Gut, den haben wir ordentlich erwischt, das war schön. Wo ist er? Ah, nicht genügend Bewegungspunkte, na dann, okay. Gehen wir hier hoch. Und ja, drauf. Kritischer Treffer, sauber. Richtig gut, da gibt es einen Knaufschlag hinterher. Und drauf. Fehlschlag, Beharrlichkeit, komm. Ah, bringt uns nichts. Schwer zum Stoßen. Und er hat nur echt 50-50. Wenn er so kämpft. Dann machen wir nochmal den Hexenpfeil.
Ja, 65. Könnte reichen. Hat natürlich nicht gereicht. Ah doch. Leute, da ist irgendwas mit der Grafik, einen leichten Grafikfehler. Was war der eigentlich? Oh. Bilro, der Vergessene. Ist aber ein bisschen große Kacke. Nein, 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 nein. Ich hab, hier drüben. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten hier rüber gehen. Victory awaits. Make way. Need to act fast. On I go. Creator, Destroyer. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Der kann ganz runterspringen natürlich. Oh, wow, wow, wow. Fehlschlag, nice. Ja, der Vilgo ist ein ganz feiner. Ganz feiner Kerl. Naja, okay, was haben wir hier zu bieten? Brechender Schlag? Komm, machen wir. So, Schild des Glaubens auf uns. Sehr gut. Sauber. Was haben wir hier? Raserei? Nee, wir brauchen noch keine Raserei. Auch gut eigentlich. Und wir konnten noch mal reinhauen. Ja, perfekt. They burn. Ah, Machen wir. Wir machen wieder einen Zauber der Stufe 1, oder? Aber wir haben schon 2 benutzt von 4. Also, es ist dann mit dem Zaubern, ist das gar nicht so. So megamäßig. Ja, wir könnten jetzt einen Feuerpfeil hier nutzen. Schlecht. Schlecht, schlecht. Nicht gut. Was hätten wir hier? Wir könnten so einen Hexenpfeil. Auch schlecht. Dann hau halt mal mit dem Stab drauf. Natürlich nicht getroffen. 50% bedeutet immer, es wird nicht klappen. Bezaubern. Bezaubere einen Gegner, der dich angreift und halte ihn bis zu seinem nächsten Zug davon ab, dich anzugreifen. Ja, aber wird er dann die anderen angreifen? Und er hier oben, da müssen wir jetzt mal echt gucken. Sauber. Ja, komm. 42. Ah, was haben wir hier? Wir könnten den Dornenhagel machen. Den machen wir auch, komm. Der war ja richtig schlecht auch. Leider. Mistra Rill. Okay. Ja, geil, wie er halt gar nicht trifft. Leute, brutal, ey. Ja, könnten wir machen. Sauber, auf die ich wenigstens Verlass. Was soll ich tun? So, jetzt würden wir mal sagen, wir machen Stufe 2 und da haben wir eine fette Heilung, oder? Naja, es ist keine fette Heilung. Und wir machen Wunden verursachen. Wird schon klappen. Kritischer Fehlschlag. Das ist komplette Verarschung meines Lebens.
Na, wenigstens hat das getroffen. Ah, Lazelle ist aber getroffen von ihm, gell? Of course. Na, das kann ja jetzt nicht der Ernst sein. Echt jetzt? Was für Monster sind das denn, du? Sauber. Ready. So, und jetzt können wir uns auf ihn konzentrieren. Plus 4 Heilung. Das ist nicht der Ernst, oder? Jetzt, Moment. Guck mal. Guck mal bei Lazelle rein. Ja. Die hat es Gale gegeben. Und Gale wird es jetzt benutzen. Ah. Der hat auch einen kleinen, aber der nimmt einen großen. Das hat er getrunken und das war's? Ernsthaft, das war's? Geh, mein Freund. No. No. Covered. Ja, das passt noch nicht ganz. Das passt aber. Ja, wir probieren mal. Hat nicht geklappt. Wenn wir ihn runterschmeißen könnten, das wäre natürlich auch echt gut, gell? No time to waste. I'm ready. Ah, natürlich treffen wir den nicht. Poor fucker. Ja, poor fucker. Aber echt, ey. Nice. My path be true. Ein bisschen runtergefallen, hä? Can't afford to let up. Na gut, wir gehen mal weiter vor. Haben wir getroffen? Jawohl. Ja, den haben wir aber mal richtig schön von oben runtergeschmissen. Mein lieber Mann, war ganz ordentlich, kann man nicht sagen. Da kann man nichts sagen, Leute. Okay. Carla, nimm das. Carla, nimm das. Und wir gehen hier rüber. Jawohl. Carla, nimm das. So, und jetzt. Guck mal, was das für einer ist. Pilro, der Vergessene. Er hat einen Kampfstab, er hat eine schlichte Robe, alles uninteressant. Ein Eiskristall. Egal wie lange du den Kristall hältst, er bleibt eiskalt. Dunkle Furchen durchziehen die Unterseite des Kristalls, wo er stets von Eisen berührt wurde. Okay, cool. Und gekritzelte Notizen, also das geben wir auch an Karlach, das geben wir an Karlach, das behalten wir. Ja, geht noch. Die gekritzelten Notizen lesen wir. Verstreute Notizen in chaotischer Schrift. Beschützer.
Wächter der Adamantschmiede. Aus Magma entstanden, durch Magma zerstört. Heiß, Hammer. Wo? Darunter ist eine kleine Karte gekennzeichnet, auf der mehrere X-Markierungen zu sehen sind. Folgende Worte sind darunter gekritzelt. Dorn weiß Bescheid. Aber Nachforschung und Forschung sind leider fehlgeschlagen. Bei allen. Nimm etwas vom Surus Baum, das können wir eigentlich jetzt machen. Proceeding. Gehen wir mal hier rüber. Und wir klettern da hoch. An den knorrigen Wurzeln. Ich glaube, das ist schon richtig. Genau, das ist dieses Surus Blüte. What is this? These flowers. They make my blood run as cold as ice. Ja. I've never seen a tree like that. The bark must be a rarity. Und wir nehmen doch die Surus-Blüte da hinten mit. Vielleicht können wir die später nochmal gebrauchen oder brauchen die irgendwie. Die haben irgendwas von den antimagisches Surus-Blütenfeld. Die haben was von den Isalamiri. Kennt ihr die? Von Erben des Imperiums, Krieg der Sterne, von Timothy Zahn. Ja, oh. Okay. Da gibt es nichts weiter. Hier gibt es Fisch. Und, naja, ich würde selbstverständlich so einen Fisch hier essen. Ja klar. Auch in den Beutel hier reingucken. Hallo, Schlafsack? Ja, genau. Der Jutesack. Verfaulte Hühnereier. Ah, lassen wir mal. Besser. Beutel ist nichts drin. Wir nehmen die Kartoffel. Wohl wilde Rippchen, Karotte. Also wir können das gar nicht mitnehmen. Genau. Wir können gar keinen Zauber wirken. Aber hier zerfletterte Schriftrolle. Eine unfertige Beschwörungsschriftrolle, auf der Bissspuren und Geifer zu sehen sind. Einige Worte lassen sich noch entziffern. Skeren Xen Zwelk. Magma. Magma. Okay. Nehmen wir mal auch mit. Ja. Dann würde ich doch sagen, gehen wir wieder zurück, oder? Und zwar hier zu dieser Kolonie. Ja, wir können einfach hinbeamen halt. Wie geil ist das denn? Und wo war das jetzt mit der... mit der Waffe? Goblin-Anführer töten? Ah, schmiede eine Waffe. Da möchten wir eigentlich schon ganz gern hingehen. Hier in der Grotte. Unterreich Seloniden aus. Nee, wir müssen doch mal einen Quest fertig machen. Und ich möchte es jetzt hier fertig machen. Ich möchte jetzt, Herrgott, zack, die Waffe schmieden. Wo müssen wir dazu hin? Hier raus. Nicht erreichbar. Leiter. Ne, die Waffe ist... weiter unten. Ne, wir gehen mal hier hoch jetzt. Wir werden nie wieder zurückfinden, ich sag's euch. Never again. Oh Gott. Leute, wir haben es ein bisschen übertrieben, oder? Rette Volo. Das haben wir ja gemacht, das war in Ordnung. Das Teufelsherz. Der Großherzog, alles in Ordnung. Hier vollende die meisterhafte Waffe. Ja, das haben wir. Ah, auf Karte zeigen. Ja, geil. Oh.
gehen wir halt hier hoch. Ah, da müssen wir jetzt hinreisen. Ach, das war die mit der Stein... Was wir alles erlebt haben mit der Steinscheibe, mit dem Ding, gell? Das ist komplett verrückt. Ohne Witz. Wir werden nie wieder darunter finden ins Pilzreich, aber gut. Ich möchte jetzt die Waffe abgeben. Ich möchte jetzt wissen, was damit auf sich hat. Olma. Wie groß das dann irgendwie ist, aber auch gleichzeitig klein. Ich weiß es nicht. Einfach gut. So, schmiede die Waffe. Nee, halt geht nicht. Wir müssen hier lang. Hier runter. Da raus. Und dann können wir hoffentlich eine Schnellreise machen. A disgusting waste of Stonecraft. Die Gizianki-Geschichte. Vollende die meisterhaft. Oh, wir können hinreißen, Leute. Zerstörtes Dorf. By soldiers, if my eyes don't deceive me. Halt, falsche Richtung. Worth examining. Must have been an awful day for the people who lived here. Nothing else. Ah, jetzt gehen wir hier rein. So, und da ist dann hoffentlich die Geschichte mit der Türe, mit der Waffe. Dann müssen wir hier hoch, die Leiter hoch, oder was? Oder bin ich jetzt komplett falsch gelaufen? Schwerer Schlüssel. You see anything shiny? It's ours. Leute. Vollende die meisterhafte Waffe. Schmiede eine Waffe. Hier muss es schmieden. Müssen wir die jetzt schmieden? Da gibt es sogar keine Schmiede da drin. Ja? Gab es da eine Schmiede drin? War wieder typisch. Alter Schlüssel, auch cool. Ah, leichter Hammer. Da haben wir einen Amboss, aber wir haben ja gar kein Feuer. Wir haben ja gar kein Feuer. Jetzt mal gucken. Glücklicherweise besaßen wir etwas Susurinde, um eine meisterhafte Waffe zu schmieden. Schmiede eine Waffe. Okay. Also an mir soll es nicht liegen. Ich bin bereit. Können wir die schmieden? Sehe ich jetzt nicht. Wüsste ich jetzt nicht, dass wir es in irgendeiner Form schmieden könnten. Wo ist denn die Susurinde? Können wir die nutzen? Rechtsklick. Untersuchen. Ein Stück zähe Borke vom Susurbaum. Wenn man es festhält, kribbeln die Finger dumpf. Okay, Wir haben sogar einen Silberbarren. Wir könnten eine Silberwaffe
schmieden, wenn wir denn schmieden könnten. Ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber das ist mal, wir können auch alles extrahieren. Nice. Ah ne, das ist alles gut hier. Alles schön. Wie können wir jetzt Tränke machen? Können wir eigentlich auch mal ein paar Tränke machen von mir aus? Ja. Großheit, Draw. Das müssen wir alles mal durchlesen. Was wir da alles machen können. Also wir können 6 von 6 Elixiere machen. Wir können alle Elixiere machen, die wir möchten. Voll cool, oder? Ja, Leute. Also, ich würde mal sagen, das war's jetzt für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal gucke ich mal, wie wir das Quest hier fertig machen können. Muss man ja irgendwie schaffen. Schmiede die Waffe, keine Ahnung. Leute. Ah, Blaupause. Da haben wir die Blaupause abgegeben. Die haben wir vielleicht gar nicht mehr. Ah, verblichene Blaupausen. Genau, das ist diese Geschichte hier. Ich erinnere mich, ja. Okay, Freunde, nächstes Mal schmieden wir dann die Waffe auf die eine oder andere Art und Weise. Macht's gut, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.